Hallo am Fensterbrett des Küchengartens. Heute gibt es wieder ein Video aus meiner Reihe Orchideenpflege für Einsteiger. Und zwar soll es um eine Frage gehen, die uns sicher alle von Zeit zu Zeit betrifft. Worauf achten und wie weiter vorgehen, wenn man sich eine Orchidee aus dem Discounter kauft? Die Verlockung ist heutzutage ja wirklich riesengroß, denn in den verschiedensten namhaften Discountern gibt es immer wieder tolle Angebote an Orchideen in verschiedensten Farben und zu einem Spottpreis. Ich muss gestehen, dass ich selbst auch immer nur sehr schwer dran vorbeigehen kann, wenn ich eine Orchidee sehe, die in einer speziellen Farbe angeboten wird, die ich noch nicht besitze. Was sind nun also die drei wichtigsten Punkte, die ihr beim Kauf einer neuen Orchidee unbedingt beachten solltet? Zuallererst schaut ihr euch bei dem Objekt eurer Begierde den Zustand der Blätter an. Die Blätter einer gesunden und gut mit Wasser und Nährstoffen versorgten Orchidee sind nur leicht biegsam, sie sind sehr fest und sie haben keine Falten an der Oberseite. Wenn dies der Fall ist, dann könnt ihr schon einmal ausschließen, dass mit den Wurzeln irgendetwas Schlimmeres im Argen ist. Und wir gehen zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist der Zustand der Wurzeln selber. Das ist natürlich etwas schwieriger zu beurteilen, weil die Wurzeln natürlich im Substrat drinnen stecken. Aber bei diesen Orchideen aus dem Discounter sind die Orchideen größtenteils in durchsichtigen Töpfen eingetopft und hier kann man doch auch recht gut hindurch sehen, ob die Wurzeln faulig sind oder ob sie fest sind, grün sind oder silbrig, schön voluminös und gesund. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ihr auch unbedingt beurteilen solltet. Der dritte wichtige Punkt, den ihr unbedingt beurteilen solltet, ist, ob die Orchidee mit Schädlingen befallen ist. Wenn ihr das ausschließen könnt, ist natürlich immer noch nicht sicher, dass nicht irgendwo Eier von Wollläusen oder Ähnlichem in den Blattachseln zu finden sind. Aber wenn man die natürlich schon im Vorhinein total überwältigend auf der Orchidee sieht, kauft man diese natürlich nicht. Es gibt vier große Schädlingsgruppen, und zwar die Wollläuse, die Schildläuse, die Tripse und die Spinnmilben. Jede einzelne Gruppe von diesen Vieren ist sehr unangenehm und unglaublich schwierig wieder in den Griff zu bekommen. Das heißt, man möchte die sich erst gar nicht einschleppen. Deswegen ein ganz wichtiger Tipp, den ich nicht oft genug in meinen Videos betonen kann. Wenn ihr neue Orchideen kauft, egal ob aus dem Discounter oder aus einem Orchideenfachmarkt, unbedingt zuerst in Quarantäne stellen. Also abseits von eurer gesunden Orchideenzucht, von euren gesunden Orchideen, denn falls die wirklich mit irgendeiner grauslichen Geschichte befallen sind, dann schleppt ihr euch das zu all euren anderen Orchideen ein und das wollt ihr unbedingt vermeiden. Bei dieser speziellen Orchidee hier bin ich mir noch nicht sicher, ob sie nicht doch mit Schädlingen befallen ist. An der Blattunterseite sind weiße Ränder zu sehen. Das kann jetzt auch vom Gießen kommen, also Kalkablagerungen des Wassers. Ich werde sie trotzdem noch weiter in Quarantäne lassen. Dann habt ihr euch also nach reiflicher Überlegung für eine Orchidee entschieden. Wie geht ihr nun weiter vor? Zuerst einmal befreie ich die gekaufte Orchidee von dem alten Substrat. So kann ich mir nämlich erstens den Zustand der Wurzeln genauer ansehen und zweitens haben diese schnell in die Höhe gezogenen Orchideen oft hier drinnen noch, ihr seht das hier, das ist sogar ganz böse, das hat noch so einen Plastikkorb rundherum. Das ist eben vom Eintopfen der kleinen Babyorchidee noch dieses, ich weiß nicht, was das ist, so ein Anzuchtsubstrat, was sehr kompakt ist. Seht ihr das hier?
Das ist sehr kompakte, dichte Blumenerde, direkt auch hier am Wurzelhals. Und wenn man jetzt das nicht entfernen würde, dann würde natürlich hier ein extremer Wasserspeicher stattfinden und eine Gefahr des Faulens des Wurzelhalses ist da sehr groß. Außerdem, wie ihr hier seht, ist an der Oberfläche des Substrates schon leichter Schimmel zu sehen. Also möchte ich jetzt hier dieses kontaminierte Substrat alles entfernen. Auch leicht moosig ist die ganze Geschichte. Abgestorbene Blätter. Es wird nun alles entfernt. Hier kann man tatsächlich schon sehen, hier am Wurzelhals, wo dieses extrem dichte Substrat war, sind die Wurzeln schon faulig. Also die werde ich nachher dann entfernen und schön luftig einpflanzen. Nachdem ich die Orchidee von dem alten Substrat befreit hatte, ging es ans gründlich Abwaschen. Erstens, um noch die letzten Reste des Substrates zu entfernen und auch die Blätter gründlich von Staub und anderem Schmutz zu befreien. Danach hat man einen sehr schönen Blick auf das Wurzelsystem und kann mühelos faulige oder vertrocknete Wurzeln wegschneiden. Dies ist auch unbedingt nötig, damit sich im neuen Substrat nicht wieder Fäulnis bildet. Und nachdem ich meine Orchidee nun von allen vertrockneten oder abgestorbenen Wurzeln befreit habe und sie schön abgewaschen habe, habe ich hier meinen selbstbewässernden Lechusa-Übertopf, den ich gerne für meine Orchideen verwende, und mein selbstgemischtes Orchideensubstrat. Wenn ihr gerne wissen wollt, wie ich das selbst herstelle und mir zusammenmische, dann verlinke ich euch oben in der Ecke das Video, das ich dazu gemacht habe. Schaut es euch gerne an, es wird euch sicher viele Probleme mit euren Orchideen ersparen. Und jetzt pflanze ich meine Orchidee hier in diesen Topf. Normalerweise verwende ich keine Stäbe, um die Blütenstiele meiner Orchideen zu stützen, sondern ich lasse sie einfach wachsen, wie sie wachsen wollen. Aber da diese Orchidee schon mit den Blütenstielen gekommen ist, muss ich sie doch etwas fixieren, da sie mir sonst in dem neuen, sehr lockeren Substrat nicht gut hält. Das war auch schon die ganze Hexerei dahinter, wie ihr euren Orchideen in ihrem neuen Zuhause einen guten Start geben könnt. Und jetzt habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar habe ich mir vor ein paar Tagen ein paar Orchideen in einem Online-Laden aus dem Tessin bestellt, die italienische Schweiz. Und das Paket ist angekommen und ich werde es jetzt mit euch öffnen und euch zeigen, was ich erstanden habe. Thank you.
war schön, dass ihr mir heute wieder zugeschaut habt, dass ihr euch für die Pflege der Orchideen interessiert, so wie ich es mache. Ich hoffe, ich konnte euch etwas mitgeben. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf und lasst mir einen Kommentar da. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Kümmert euch gut um eure Zimmerpflanzen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nächsten Mittwoch wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!